Der Trend zu kurzen Lieferzeiten für kleine Auflagen ist seit langem zu beobachten. Seit kurzem werden aber vermehrt Sondereffekte auf speziellen Bedruckstoffen im gleichen Zeitraum und natürlich zu geringeren Preisen gefordert, was speziell für Akzidenzbetriebe eine echte Herausforderung darstellt. Um neue und effizientere Produktionsmöglichkeiten zu identifizieren, gibt es aber Anwendungsspezialisten, die sich mit neuen und effizienteren Wegen der Druckproduktion beschäftigen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, würde ich Ihnen gerne zeigen, was heute schon möglich ist. Die Anwendungen LEUV und LED, effiziente Lösungen für Akzidenz- und Web-to-Print-Betriebe. UV-Druck war lange Zeit eine Nische für den Sicherheits- und Verpackungsdruck. Mit LEUV und LED stehen jetzt aber auch immer mehr Optionen für Akzidenzaufträge zur Verfügung. Beide Technologien basieren auf dem UV-Druck, was bedeutet, dass sowohl in der Vorstufe als auch Maschineneinstellungen etc. sehr ähnlich sind. Der große Unterschied zum konventionellen oder Voll-UV-Druck ist, dass hochreaktive Farben eingesetzt werden, die andere und einen höheren Anteil an Photoinitiatoren beinhalten, für die andere Lichtquellen zur Trocknung notwendig sind. In unserem DryStar LEUV setzen wir eisendotierte Lampen ein und unser DryStar LED ist mit Hochleistungsdioden und einer speziellen Linsentechnologie ausgestattet, die das Licht auf den Bedruckstoff fokussiert. Für Akzidenzdrucker ist der große Vorteil dieser Technologien, dass sie weniger Energie verbrauchen, weniger oder sogar gar kein Ozon ausstoßen und vor allem, dass die Bogen ausgehärtet sind und sofort weiterverarbeitet werden können. So wird die gesamte Produktionszeit eines Auftrags stark verkürzt. Die Ergebnisse, die mit LEUV und LED erzielt werden können, sind grundsätzlich gleich und die Entscheidung, welche Anwendung die richtige wäre, ist sehr individuell. Grundlage für die Entscheidung könnte das mögliche Investitionsvolumen sein, da LED noch die teurere Technologie ist. Andererseits ist der Energieverbrauch geringer als bei LEUV. Ein weiterer Aspekt kann das aktuelle und zukünftige Auftragsportfolio sein. DryStar LEUV könnte auch der Einstieg in die UV-Produktion sein und DryStar LED der nächste Schritt, wenn alle Prozesse eingespielt sind und das Jobportfolio stabil ist und erweitert werden soll. Lassen Sie uns jetzt aber einen Blick auf unsere Muster werfen. Zwei von ihnen wurden hier auf unserer Speedmaster XL75 mit LED produziert und die anderen mit LEUV auf der SX52. Aber wie ich schon erwähnt habe, ist das Ergebnis unabhängig von der Technologie und beide Systeme, LEUV und LED, sind auf allen unseren Maschinen verfügbar.